Youth Bulge oder Jugendüberschuss, das ist meiner Meinung nach mit ein Grund dafür, dass es mit dem Islam heute so große Probleme gibt. Dabei ist diese Thematik erstmal eine allgemeine und hat für sich alleine betrachtet nichts mit dem Islam an sich zu tun. Der Grund, warum dieses islambezogene Video trotzdem dieses Thema hat, ist der, dass ich das für einen zentralen Aspekt des großen Ganzen halte. Erstmal, um was geht es überhaupt? Ich denke, dass die Youth Bulge-Thesen von Gunnar Heinsohn wahr sind und ein Großteil der Probleme auf der Welt, ganz besonders die Kriege und Völkermorde, damit erklärt werden können. Immer wenn zu viele Kinder auf die Welt kommen und wenn diese zu viel geborenen Menschen dann auch das Erwachsenenalter erreichen, kommt es zu Krieg und Völkermord. Das deswegen, weil keine Wirtschaft gut genug ist, mehr als 2 bis 3 Kinder pro Familie zu verkraften. Das heißt, für jeden dieser nachwachsenden Menschen eine Karriere, ein Auskommen, ein erfolgreiches Leben bereitzustellen. Wenn irgendwo auf der Welt in jeder Familie 4, 5 oder gar noch mehr Kinder zur Welt kommen und die dann auch überleben, dann bleiben automatisch, auch in Staaten, wo die Wirtschaft gut läuft, dann bleiben dort Verlierer übrig. Das bedeutet, junge Menschen, für die es keine Arbeit gibt, die sich nichts aufbauen können, die keine Familie gründen können, einfach kein erfolgreiches Leben führen können. Und diese verlorenen jungen Menschen setzen sich ja dann nicht in ein Eck, bis sie sterben. Die wollen ja trotzdem Erfolg haben. Pech gehabt ist nicht akzeptabel. Und das ist ja auch in keiner Weise vorwerfbar. Jeder hat das Recht, sein Glück zu suchen. Und außerdem, wer will bestimmen, welche Kinder denn nun die Überzähligen sind? Solche jungen Menschen, die dann nichts zu verlieren haben, für die ist Gewalt dann eine plausible Option. Und wenn dann richtig viele junge Menschen im Volk sind, die auf der Verliererstraße sind, für die Gewalt eine Option ist, da muss die Gesellschaft etwas tun. Kolonisation etwa in früheren Zeiten. Ganze Armeen wurden eingesetzt, um andere Teile der Welt zu erobern. Und trotzdem war das eigene Land nicht leergefegt oder auch nur im geringsten irgendwie ausgedünnt. Eben deswegen, diese Armeen, das waren die überzähligen Söhne. Viele starben und wurden Helden oder fanden eine neue Heimat. So oder so, der Überschuss war versorgt. Wenn Kolonisation oder friedliches Auswandern in großer Zahl, wenn das nicht geht, dann ist ein anderes Mittel der Wahl, das Ausrotten einer Minderheit im eigenen Land. So werden Platz und Ressourcen frei und der Überschuss kann versorgt werden. Wenn das nicht mehr geht, etwa weil keine Minderheit mehr da ist, dann packt man den Überschuss in die Armee und beginnt unter irgendeinem Vorwand einen Krieg gegen einen Nachbarn, der wahrscheinlich ein ähnliches Problem hat. Entweder der Überschuss in der Armee stirbt, dann hat man Helden, die kein Problem mehr darstellen, oder die Armee gewinnt. Dann ist der Überschuss auch versorgt mit der Beute. Wenn das alles nun nicht geht, keine Minderheit mehr da ist zum Ausrotten, keine Kolonisation möglich, Auswandern nicht möglich, keinen anderen Staat, der seinen Überschuss genauso verheizen muss und freiwillig mit einen Abnutzungskrieg macht, oder rundherum nur stärkere Staaten, die man besser nicht angreifen sollte, dann gibt es Bürgerkrieg, bis der Überschuss weggemordet ist. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es die letzte Generation, in der deutsche Frauen 7 bis 8 Kinder pro Familie bekommen hat. Und 1925 bis 1933 waren nun jede Menge überzähliger junger Menschen, diejenigen, die Anfang des Jahrhunderts zur Welt gekommen sind, auf der Straße, auf der Suche nach einer Lebensperspektive. Und es gab da auch noch die Folgen eines Krieges und eine Weltwirtschaftskrise. Und da ist dann einer dahergekommen und hat diesen jungen Menschen erklärt, dass das bloße Deutsch und Arisch sein ausreicht, um was Besseres zu sein.
Man gehört zur Elite, ohne dass man dafür etwas leisten muss. Die bloße Mitgliedschaft bei der Gruppe reicht aus, dass man schon von vornherein ein Herrenmensch ist. Für Menschen, die sich gerade voll auf der Verliererstraße befinden, ein sehr verlockendes Angebot. Und in beinahe allen islamischen Ländern wüten Juice-Bulge-Effekte. Man sehe sich die Geburtenratenweltkarte an. Was ich also damit sagen will, es ist meiner Meinung nach denkbar und wahrscheinlich, dass die katastrophale Menschenrechtslage in den islamischen Ländern auch der Geburtenrate geschuldet ist. Das bedeutet jetzt nicht, dass der Islam selber nett und harmlos ist, aber ich vertrete die These, dass diese Länder ganz ähnliche Probleme hätten wie jetzt, selbst wenn der Islam eine Religion des Friedens wäre. Weiter geht es im dritten Video, das die Inzuchtproblematik zum Thema hat. Danke.